Hi, ich bin Sascha von Airvent Moto und in dem Video zeige ich euch den Vespa VJ1 Helm. Der Vespa VJ1 Helm ist ein originaler Vespa Jet Helm. Der Vorteil von diesen originalen Vespa Jet Helm ist, dass ihr eure Fahrzeugfarbe meistens bekommt. Das heißt, die Helme, gerade die VJ-Helme, werden oft in der Fahrzeugfarbe der GTS, Primavera und Sprint hergestellt. Ja, was haben wir hier? Wir haben einen Jet Helm mit einer ABS-Außenschale. Hier oben ist schön das Vespa-Logo eingeprägt. Der Helm ist ECE 22.05 zertifiziert, also ganz normal zugelassen. Und kommt mit einem Sonnenvisier daher. Das heißt, eine kleine Sonnenblende hier, die ihr runterklappen könnt, leicht getönt. Und ihr könnt also mitfahren, ihr könnt ohne fahren, wie ihr es möchtet. Außen an dem Helm haben wir noch eine Chromleiste laufen. Und hier an der Seite ebenfalls nochmal diese Chromringe mit dem Vespa-Logo auf der Seite. Diese Deckel hier sind eigentlich vom Visier. Das heißt, ihr könnt hier, wenn ihr möchtet, auch das Visier des normalen VJ-Helms befestigen. Wie das Ganze geht, haben wir euch auch nochmal in einem extra Video gezeigt. Also schaut einfach mal in die anderen Videos, da seht ihr das. Es gibt nämlich manche Farben nur vom VJ1 und manche nicht beim VJ. Das heißt, manche möchten sich das so umbauen. Ist alles kein Problem, geht Plug and Play fast. Das Ganze abschrauben, Visier dran setzen, wieder reinschrauben und fertig. So, schauen wir uns mal das Innenleben des Helmes an. Wir haben ein schnell trocknendes, antiallergisches Innenfutter, was wir hier sehen. Das Ganze ist schnell rausnehmbar. Ihr könnt die Wangenpolster mittels Klett sind die befestigt, rausziehen. So. Dann haben wir hier nochmal das Hauptinnenfutter. Das ist hinten mit zwei Druckknöpfen befestigt, die ihr rausziehen könnt. Und hier oben ist der Helm nochmal quasi mit so Kunststoffrastern eingerastet an drei Punkten. Die könnt ihr einfach so rausziehen und könnt dann das Innenleben rausnehmen. Ihr könnt das besonders leicht waschen. Wir haben zum Beispiel oder bieten für sowas den Motorex Helmreiniger an. Damit lässt sich das besonders gut reinigen. Ansonsten halt mit nicht so scharfen Reinigern waschen, funktioniert auch. So, dann setzen wir das Ganze mal wieder ein. Einfach wieder hier reinsetzen, hinten die zwei Druckknöpfe befestigen. Eins und zwei. Hier oben könnt ihr den Helm wieder einhaken. Das heißt, ihr schiebt den da in die Rasterungen wieder rein. Fällt meistens schon automatisch da rein. So, dann habt ihr das Innenleben wieder fest. Jetzt kommen die Wangenpolster, die haben hier so eine kleine Kunststoffseite. Damit schiebt ihr das rein und klettet das quasi wieder dran. Das Ganze noch auf der anderen Seite. So, dann habt ihr den Helm quasi wieder zusammengebaut. Kommen wir auf den Kinnriemen zu sprechen. Wir haben hier so einen Ratschenverschluss. Das heißt, ihr könnt diesen Verschluss auch leicht verstellen. Wenn ihr mit einem Schal fahrt, braucht ihr vielleicht ein bisschen mehr Platz. Im Sommer braucht ihr ein bisschen weniger Platz. Könnt ihr einfach verstellen, ohne dass ihr jetzt den Kinnriemen direkt anpassen müsst. Wenn ihr mal ohne Schal oder so weiter fahrt, habt ihr hier noch den Vorteil, wir haben hier so ein weiches Kinnpolster, auch im Material des Innenlebens, also sehr angenehm auf der Haut und ihr habt nicht den Riemen komplett am Hals sitzen, auch sehr angenehm. Den Helm gibt es in den Größen XS bis XL. Wenn ihr mal nicht wisst, welche Größe ihr benötigt, im Onlineshop unten gibt es den Menüpunkt Helmgröße messen. Und dort könnt ihr genau nachschauen, wie ihr mal so eine Helmgröße am besten ermittelt und wisst dann genau, welche Größe ihr bestellen müsst. Viele Fragen erreichen uns auch, in welches Helmfach der denn nun passt. Also der VJ1-Helm passt ins Helmfach der GTS-Abbaujahr 2016, ebenso in die GTV-Abbaujahr 2016, in die aktuelle Sejourney, sowie Vespa Primavera und Vespa Sprint. Von der Ausstattung her, wie wird der Helm geliefert? Der Helm kommt mit einem Helmbeutel serienmäßig daher. Schwarzer Helmbeutel, schönes Vespa-Logo drauf. Dort könnt ihr ihn immer sicher verstauen, auch wenn ihr mal ins Helmfach tut. Am besten die Hülle drum, so kommen keine Kratzer rechts, links dran, auch wenn ihr mal den Helm als zweiten Helm mitnehmt und den quasi in der Sitzbank oder beziehungsweise im Sitzbankfach fahrt. Den Helm bekommt ihr bei uns im Onlineshop unter airvent-moto.de oder in unserem Vespa-Spezialshop, wo ihr auch alle Vespa-Helme findet. Hier unten seht ihr nochmal die Adresse. Wir verlinken euch den Helm aber auch nochmal in der Beschreibung. Wenn ihr Fragen zu dem Helm habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein unter dem Video oder aber schreibt uns eine E-Mail an service@rwm-moto.de. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr weitere Videos sehen wollt vom Vespa-Zubehör oder weiteren Vespa-Helmen. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.